Hallo und Servus hier bei Ubi Testet. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Ich habe heute für euch echt mal wirklich was völlig anderes und Besonderes für mich und für diesen Kanal. Und zwar habe ich den Mitsubishi L200 angefragt und dann kam die Presseabteilung und hat gesagt, ja, welchen Aufbau willst du denn? Da habe ich gesagt, wie Aufbau? Ja, dann wurden mir mehrere Aufbaukonstruktionen genannt, unter anderem das Thema Camping. Da habe ich mir gedacht, okay, Camping klingt ja interessant, nimmst du mal Camping. Ja, wusste aber dann immer noch nicht so ganz, was da auf mich zukommt. So grob schon, natürlich. Aber ja, jedenfalls, jetzt steht er hier, der Mitsubishi L200. Ein echter Pickup, der wirklich was wegschaffen kann. Also als richtiges Arbeitstier. Hier auch ein Arbeitstier, denn eine Nutzfahrzeugzulassung hat der Wagen. Und was wir schon sehen, sehr martialisch hier im Auftritt. Wir haben auch da oben eine schöne Dachzeltkonstruktion von Gentle Tent dabei und hinten auf der Ladefläche eine komplette Campingküche. Das genau wollen wir uns doch heute einfach mal anschauen. Das Zelt habe ich jetzt schon mal aufgebaut und deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt einmal ganz kurz mit dem Zeltaufbau, den ihr euch anschauen könnt. Und dann schauen wir uns einfach mal ganz kurz an, wie da drinnen so die Platzverhältnisse sind. Wenn ihr Interesse an dem Video jetzt habt, dann bleibt dran, vergesst den Kanal nicht zu abonnieren und schreibt mir mal unten eure Meinung drauf, was ihr vom L200 haltet, was ihr von Pickups mit Campingausstattung haltet. Seid ihr vielleicht eher doch Wohnmobil oder Kastenwagenausbau oder interessiert euch das Thema Camping gar nicht? Dann schreibt mir das auch mal unten in die Kommentare. Und jetzt geht's los mit dem Mitsubishi L200 als Adventure Camping. In rund 30 Minuten war das Zelt alleine aufgebaut von mir. Ich habe das Zelt jetzt aber auch nicht komplett bestückt aktuell, denn wir haben jetzt noch hier Isomatten, also aufblasbare Luftmatratzen für das Zelt oben. Die müssten noch rein, dann ist das Ganze auch noch mal stabiler und dann kann man auch drin schlafen. Natürlich kann man das Ganze dann auch windfest nach unten verzurren, das geht auch. Der Zutritt hier in das Gentle Tent oder Pick von, also die, von Gentle Tent, das Pick-up-Zelt, erfolgt dann hier hinten über diese Luke. Naja, optisch würde ich jetzt mal sagen, ist das von vorne noch ganz hübsch. Von hinten schaut es dann aber eher schon so ein bisschen komisch rein, finde ich. Gut, wenn wir das Ganze einfach hier so ein bisschen reinwerfen, dann sehen wir auch, hier ist unser Pickup darunter versteckt. Der Zutritt hier ist dann über die Ladefläche, die einfach nach unten geklappt wird. Und dann geht es eben hier hinein.
hat man die Ladeklappe runtergeklappt, kann man hier wunderbar drauf treten. Und wie wir sehen, ist hier auch schon die Campingausstattung. Aber zu der kommen wir gleich. Erst einmal gehen wir hier rein, haben dann die Möglichkeit, hier einen Zutritt an der Reling zu machen. Das ist ganz gut. Da geht es dann hoch. Und von hier geht es dann ins Zelt hinein. Platz ist hier oben, ja, für zwei Personen auf alle Fälle. Gemütlich ist es soweit schon. Leider konnte ich aufgrund des Lockdowns keine wirkliche Zelttour mit dem Wagen machen. Vielleicht kann man das noch irgendwann mal nachholen. Aber es ist schon ein Allwetterzelt, das auf alle Fälle für Sommer und für Winter. Ich würde aber jetzt sagen, naja, für Temperaturen überhalb 10 Grad sollte man doch eher damit unterwegs sein. Niedrigere Temperaturen, da muss man halt dann die entsprechenden Camping-Utensilien haben. Ja, das Zelt ist wie gesagt innerhalb von einer halben Stunde aufgebaut alleine. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, ich baue mal wieder ab und dann erkläre ich euch hier die Campingausstattung. Ich bin fertig mit dem Abbau und das auch erst einmal so ein bisschen von der Laune her. Also gut eine Stunde hat mich das Ganze gedauert, das wieder zusammenzufalten. Ich habe keine Anleitung dabei gehabt, ich habe keine Anleitung gelesen. Ich habe das Ding einfach so nach dem Gefühl, nach meiner Logik zusammengebaut. Und dann würde ich einfach mal sagen, kam doch was Ordentliches dabei heraus. Jetzt soll es uns aber hier erst einmal um den Ausbau gehen, den uns da noch Mitsubishi mitgegeben hat. Und zwar eine Campingausstattung. Dazu dann einfach die Ladefläche mal öffnen, dann können wir das Ganze hier runterklappen. Dann gibt es hier einen sehr praktischen Auszug, der 1950 Euro Aufpreis kostet. Das ist schon sehr, sehr stattlich, das muss man mal sagen. Aber auch die Küche kostet ja richtig Geld und die kostet nämlich 3600 Euro exklusive Einbau. Ja. Da ist aber dann auch ein bisschen was geboten oder zumindest erwartet man dann auch was. Und auf der einen Seite ist die Kiste dann mit Kochutensilien ausgestattet, so ein kleiner Topf zum Beispiel, da sind auch Becher dabei, Thermobecher. Also es schaut alles ganz, vor allem sehr hochwertig aus, Alu-Equipment und man kann dieses Ganze dann auch hier rausholen. Wir haben einen 12 Liter Wasserkanister dabei, wir haben eine kleine Gaskartusche, die hier angeschlossen ist. Hier sehen wir auch schon, warum wir das Wasser haben mit einer Tauchpumpe. Wir haben hier nämlich ein Waschbecken, da können wir dann auch unser ganzes Zeug kurz mal abspülen, das finde ich sehr gut. Dann haben wir hier den Campingkocher und das ist ein sehr hochwertiger von Primus, den man hier verbaut hat. Der Campinggaskocher, zwei Flammen. Finde ich auch völlig ausreichend und sehr gut gemacht hier. Darunter, unter dem Kocher haben wir dann eine Besteckschublade. Da ist dann einmal hier von Primus sehr hochwertiges Besteck dabei. Da könnt ihr dann aber noch euer jeweiliges Equipment dann auch noch mit unterbringen. Die Boxen sind wasserdicht und auch wirklich gut und solide gefertigt. Die kann man also hier wunderbar dann schließen. Das ist ein solider Schließmechanismus. Und jetzt schiebe ich das Ganze mal rein und dann schauen wir uns das Auto mal von außen an. Der Mitsubishi L200 ist ja schon etwas länger auf dem Markt, hat jetzt eine Modellüberarbeitung letztes Jahr noch bekommen und so steht er jetzt da mit dem neuen Dynamic Shield Design, was wir hier an der Front haben. Das hatte ich euch ja schon mal beim Mitsubishi Space Star vorgestellt und jetzt schauen wir uns mal den Pickup hier an. Ich finde das Frontdesign ist schon sehr geil, also muss ich zugeben, richtig dynamisches Auftreten, ja, richtig Pausbacken. Mitsubishi hat hier aber nochmal kräftig in die Zubehörkiste gegriffen, denn es gibt ja ein sehr ausgedehntes Zubehörprogramm steht bei Mitsubishi und so auch für den L200. Und hier hat man unter anderem diesen Hirschfänger, sage ich jetzt immer mal, vorne diesen Bügel noch angebaut. Dann hat man 20 Zoll Räder hier drauf gesteckt, die sehr massiv sind.
Dann hat man eben den Dachzeltaufbau reingetan. Man hat diese Kotflügelverbreiterungen reingesteckt. Man hat Türgriffe, hat man mit schwarzen Plastikkappen versehen. Die sehen allerdings nicht so hochwertig aus. Die würde ich definitiv mir sparen. Wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen noch die technischen Daten zum L200 herholen. Er ist 5,31 Meter lang, hat eine Höhe von 1,78 Meter. Und mit dem Dachzelt liegen wir dann so bei rund 2,10 Meter Durchfahrtshöhe. Ja, da muss man dann immer vorher immer schon so ein bisschen gucken. Es gibt ihn, wie gesagt, mit einer Single Cab oder einer Double Cab, so wie hier. Mit 5 Sitzplätzen bei der Doppelkabine. Dann haben wir ein massives Trittbrett da unten, wo man ganz gut draufsteigen kann, um dann den Wagen zu entern. Geländefähig ist er auf alle Fälle, denn der Mitsubishi L200 ist ein echtes Arbeitstier. Zuschaltbarer Allradantrieb, Sperren sind ebenfalls vorhanden und eine Wadtiefe von 500 mm sind hier machbar. Die Bodenfreiheit beträgt nur 205 mm, aber das liegt eher einfach an den Trittbrettern, die hier so ein bisschen das Ganze einschränken. Steigfähigkeit übrigens mit dem kleinen 150 PS Diesel liegt bei 70%. Das Leergewicht des L200 Top liegt bei 2149 Kilo. Laut Mitsubishi haben wir dann eine Zuladung von 1036 Kilo, die wir hier noch haben. Und ja, wer auch noch Anhänger ziehen will, was mit so einem Fahrzeug natürlich ganz klar prädestiniert ist, der darf 3100 Kilo hinten an die Anhängerkupplung nehmen. Maximal die Dachlast übrigens 80 Kilo und die Stützlast für die Anhängerkupplung liegt bei 125 Kilo. Also da kann man auch E-Bikes wunderbar noch mit draufstecken. Und jetzt würde ich einfach mal sagen, wir schauen uns jetzt mal an, wie die Platzverhältnisse innen sind. Ja, der Zustieg hier in den Fond ist gut möglich mit einem schönen, soliden Griff hier. Dann kann man natürlich wunderbar auf das Trittbrett steigen und zieht sich dann hier so ein bisschen rein für ältere Personen wie mich. Ja, schließen wir mal die Tür. Jetzt sitze ich hinter mir, 1,78 bin ich groß und habe den Sitz auf meine Sitzgröße eingestellt. Ja, die Füße passen unter den Vordersitz drunter, die Fußspitzen, das ist gut. Genügend Kniefreiheit habe ich noch und erstaunlich viel Kopffreiheit, finde ich okay. Kopfstützen habe ich hier hinten, die sind nicht verstellbar. Die Kopfstützen reichen für die Höhe ebenfalls. So, jetzt tun wir das mal wieder zurechtziehen hier. Dann gibt es hier noch eine kleine Armlehne, wenn man die rauszieht. Mit zwei Becherhaltern, auch ganz gut. Naja, zu dritt möchte man hier hinten wirklich nicht sitzen. Das ist dann schon so ein bisschen Bauarbeiter-Style. Für eine längere Strecke kann man das hier durchaus mal zu viert auf alle Fälle aushalten. Finde ich in Ordnung. Wir haben hier in der Mitte zwei USB-Anschlüsse, noch ein kleines Ablagefach. Luftausströme gibt es hier keine. Würde aber sagen, das passt ganz gut. Die Sitzbank, sehr rutschig. Das Leder allgemein, das ist so ein Nutzleder, das ist eher sehr rustikal gehalten, dafür aber einfach abwaschbar. Da gibt es dann auch wenig Probleme. Ja, Isofix übrigens an den Außenpositionen ist vorhanden. Das heißt also, Kindersitze könnt ihr hier wunderbar unterbringen. Wer den Top-Tieter sucht, der muss dann hier einmal die Sitzbank nach vorne klappen, denn dahinter sind dann die Haken untergebracht. Aber ich würde sagen, das geht auch. Und viel wichtiger als hier hinten sitzt man eh vorne. Also schauen wir nach vorne. Auch den Fahrersitzplatz erklimmt man recht hoch, das ist ganz klar. Auch für den Fahrer noch ein Haltegriff hier, ein Haltegriff da, falls es dann doch mal härter im Gelände wird und man merkt, man wird mal eine kleine Rolle hinlegen, dann hat man zumindest die Möglichkeit, sich überall festzuhalten. Die Sitze, ja, sind bequem, bieten jetzt nicht viel Schenkelauflage oder aber Seitenführung. Brauchen sie wahrscheinlich auch nicht, sind aber Langstrecken erprobt, also damit auf alle Fälle Kilometer kann man damit ganz gut abspulen. Das Lenkrad ist in der Höhe und der Tiefe einstellbar, das finde ich gut. Und ja, Platz habe ich hier auch genügend. Die Mittelkonsole schränkt mich jetzt nicht zu sehr ein. Und Kopffreiheit, da besteht eh kein Problem. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns doch den Innenraum an. Ja,
Schauen wir einmal hier in den Innenraum hinein. Interessanterweise der Startknopf hier auf der linken Seite. Piepsen tut halt immer was, ist ja auch ein Japaner, das gehört irgendwie dazu. Und es wirkt schon alles etwas rustikaler und vielleicht auch für den einen oder anderen altbacken, sage ich jetzt mal. Wir haben hier ein klassisches Mitsubishi 4-Speichen-Lenkrad. Mir gefällt das ganz gut. Der ein oder andere könnte meinen, es ist überfrachtet von den Tasten. Finde ich jetzt aber nicht, ich finde es sehr sinnvoll sogar untergebracht. Wir haben hier die Lautstärkenregulierung, also Audio plus Kamera. Also wir können hier sogar die Kameras, die vorhanden sind, durchblättern. Dann haben wir hier Telefonbedienung. Auf der rechten Seite ist dann der Tempomat und Limiter. Und dann haben wir hier auch noch den Bordcomputer, den wir durchswitchen können. Wir haben ein analoges Kombi-Instrument, was sehr gut ablesbar ist und alle nötigen Informationen uns gibt. Spiegelverstellung haben wir auf der linken Seite. Auf der linken Seite auch die Assistenzsysteme für Auffahrwarnung, Lane, Spurverlasswarnung oder aber die Traktionskontrolle, die wir ausstellen können, sowie die Höhenregulierung des Scheinwerfers. Wir haben noch ein Navigationssystem hier in der Top-Variante drinnen. Das ist für mich ausreichend gut aufgelöst, ist jetzt nicht der modernste Stand, aber für die Bedienung sehr einfach. Radio haben wir, einen DAB-Tuner vorhanden. Wir können aber auch Apple CarPlay oder Android Auto hier reinholen. Eine 2-Zonen-Klimaautomatik, auch selbstverständlich. Darunter dann der Warnblinker-Taster sowie die Information, welche Gurte angelegt sind oder aber ob der Beifahrer-Airbag aktiv oder deaktiv ist. Hier unten haben wir dann noch weitere Systeme wie den Blindspot-Assistenten oder aber Sonar ist hier die Einparkhilfe. Dann die Lenkradheizung, bei der übrigens nur dieses leicht perforierte Leder beheizt, also wirklich von hier bis hier. Ja, da oben und unten wird es halt kalt. Na gut, kommt man mit zurecht. Dann kann man hier die Sperren hier einschalten. Finde ich auch gut. Start-Stopp kann man hier deaktivieren. Da unten die Sitzheizung in Low und High jeweils, sowie die USB-Schnittstelle oder der 12-Volt-Anschluss. Darunter der Knauf für das 6-Gang-Automatikgetriebe. Diese Gassenfunktion hier, die Mercedes auch hatte, finde ich immer, das erinnert mich so an Taxis von früher Mercedes. Aber gut, lassen wir jetzt mal so hingestellt. Dann haben wir hier den Wählhebel für das Allradsystem. Zweiradantrieb, Vierradantrieb, Vierradantrieb mit Sperre und auch Reduktionsgeschwindigkeit. Das heißt, da wird dann Kriechgeschwindigkeit haben wir auch. Bergabfahrhilfe haben wir. Und wir haben noch ein Terrain-Response-System. Und zwei Becherhalter, eine manuelle Handbremse, eine Ablage für den Arm und darunter auch ein kleines Fach sowie ein Handschuhfach. Da passt auch noch alles Mögliche rein. Ja, ich würde sagen, hier drinnen alles sehr aufgeräumt, gut verarbeitet, robuste Materialien, so wie man das eigentlich auch in einem Pickup erwarten würde. Und jetzt geht's rauf auf die Straße. Dass ein Pickup natürlich jetzt kein Geschwindigkeitsrekorde reißt oder aber auf der Autobahn zu Hause ist, das wissen wir alle. Im Normalfall ist das ein Arbeitstier. Das heißt, der will ins Gelände, der will wirklich hohe Zuladung wegpacken, der will ja den Pferdeanhänger von der Koppel holen oder ihn zum Reitturnier bringen. Deswegen haben wir ja auch so eine erhöhte Anhängelast. Der Motor allerdings mit seinen 150 PS aus 2,2 Liter Hubraum, ja, das ist halt schon ein bisschen wenig. Die 6-Gang-Wandlerautomatik passt aber sehr gut dazu, denn der Wandler, dadurch, dass der so weich aufgeht und auch so ein bisschen diesen Kaugummi-Effekt beinhaltet, ist es so, dass das hohe Drehmoment von 400 Newtonmeter optimal verteilt wird und damit auch gute Steigungen locker gemeistert werden. Also Kraft ist schon da. Dennoch würde man sich vielleicht mehr Leistung wünschen. Denke mal, jetzt so die alten 3 Liter 6-Zylinder Diesel mit 600 Newtonmeter und vielleicht, sagen wir mal, 180, 200 PS. Sowas wäre halt schon in so einem Pickup geil. Ja? Und da kann ich dann durchaus auch die Leute verstehen, die sich so einen Dodge Ram mit einem V8 holen. Die holen halt einfach die Kraft aus diesem Big Block da raus. Ja, ist okay. Hier in Europa ist halt so ein Diesel einfach schlicht und ergreifend das Maß der Dinge. Der Federungskomfort ist eher ein bisschen zwiegespalten. Ja, so kurze Stöße werden dann doch eher trocken weitergereicht.
je schneller man dann aber fährt, desto besser funktioniert das, das Federungssystem, und dann sind diese groben Unebenheiten auch kein Problem mehr. Die Lenkung ist eher schwergängig, nicht sonderlich gefühlvoll. Die Bremsanlage packt gut zu, hat aber einen sehr langen und weichen Pedalweg, und das Pedalgefühl ist nicht so schön. Da könnte man vielleicht auch noch mal was machen. Aber wie gesagt, wir sind hier eher in einem Nutzfahrzeug unterwegs und nicht in einem PKW, was sich auf der Straße so optimal zu Hause sieht. Sondern der Wagen, der will einfach rangenommen werden für den harten Job. Ach, herrlich, angekommen hier mit dem Mitsubishi L200. Morgen wird er abgeholt. Ich bin ein wenig traurig, denn er hat mir richtig Spaß gemacht. Und er hat mir mich quasi zweimal entjungfert. Klingt jetzt auch irgendwie doof, oder? Aber egal, ist tatsächlich so. Erstes Mal Pickup, erstes Mal Dachzelt. Leider aufgrund der ganzen Corona-Thematik und des Lockdowns konnte ich jetzt leider nicht im Dachzelt übernachten. Ist vielleicht jetzt auch, naja, Ende Oktober, Anfang November nicht so die idealste Zeit dafür. Ins Gelände konnte ich leider auch nicht, weil der Offroad-Park schlicht und ergreifend auch aufgrund des Lockdowns zu war. Hätte mich jetzt auch nochmal interessiert. Ich weiß aber, dass das Auto deutlich mehr im Gelände kann, als was ich mir zutraue. Wäre aber vielleicht interessant gewesen, da mal ein paar Fahraufnahmen und den ganzen Eindruck mitzunehmen und euch zu schildern. Falls euch das interessiert, schreibt mir das doch mal unten in die Kommentare. Dann kann ich ja vielleicht nochmal mit Mitsubishi reden, ob sie den L200 mir nochmal zukommen lassen. Mir hat er aber richtig gut gefallen. Es ist ein geiles Auto. Pickup fahren macht schon irgendwie Spaß, wenn man aber auch den Zweck dafür hat. Also jetzt einfach nur in der Stadt rumfahren, dafür sind die 5,31 Meter doch ein bisschen zu unhandlich. Mit dem Verbrauch bin ich positiv überrascht. Ein Verbrauchsvideo habe ich ja auch für euch gemacht. Das findet ihr unten in der Videobeschreibung ebenfalls. Da sieht man dann mal, was das Auto so verbraucht, trotz Dachzelt und Ähnlichem. Ich war beeindruckt und überrascht. So viel dazu. Der Motor ist ein bisschen zu schwach. Ja, das ist richtig, weil er halt doch sehr, sehr schwer ist. Im Gelände glaube ich aber, dass er das ganz gut macht, weil die Wandlerautomatik da auf alle Fälle ihm unterstützt und die 400 Newtonmeter doch sehr kräftig sind und der Arbeitsbereich da auch gut zum Geländeeinsatz passt. Was kostet der ganze Spaß? 31.790 Euro, da geht's los. Wenn ihr nur eine Single Cab haben wollt, in der Basisausstattungslinie, die Top-Ausstattungslinie mit der Double Cab kostet dann knapp 46.000 Euro. Die Doppelkabine kostet 1.800 Euro Aufpreis. Reduziert natürlich die Ladefläche um ein paar Zentimeter, aber da ist die Frage, ob man eher eben die Ladefläche nutzen möchte oder ob man eben die Passagiere mehr benötigt. Wer jetzt die ganzen Zubehöranbauteile hier haben möchte, die Mitsubishi hier verbaut hat, die kosten 18.342 Euro und ein paar zerquetschte, exklusive Einbau. Mit dem Einbau und dem Fahrzeug zusammen liegen wir mal bei roundabout 68.000 Euro. Ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Aber dafür bekommt ihr halt auch ein geiles Arbeitstier, was dann optisch echt viel hermacht, sehr viel im Gelände kann, sehr viel Zugkraft hat. Würde mal sagen, kein so schlechter Deal. Oder was sagt ihr? Schreibt mir das unten in die Kommentare. Ich freue mich über ein Like oder ein Abo vom Kanal. Und dann sehen wir uns auch demnächst wieder hier auf dem Kanal bei Ubi Tested. Ich sage Tschüss und Servus, euer Ubi.